Mission 4 ist im Grunde genommen eine Wiederholung von Mission 3, aber bei weitem nicht so nervig. Zusammen mit einem Verbündeten müssen wir uns erneut zwei feindlichen Siedlungen, diesmal der Römer, stellen. Dieses Mal haben wir aber bessere Vorgaben und auch unsere Verbündeten sind zumindest nicht mehr high genug, um zu glauben, dass sie in die Offensive gehen sollten. Der grüne Stützpunkt befindet sich im Osten der Karte und wird früh in Gefechte mit unseren Verbündeten verwickelt sein. Der gelbe Stützpunkt liegt im Süden und ist im Vergleich zum grünen deutlich schwächer, da ihm im späteren Verlauf des Spiels die Rohstoffe auszugehen scheinen und er Schwierigkeiten bei seiner Ausbreitung hat. Es gibt einige gute Orte für Steinminen in eurem Startgebiet, im späteren Verlauf muss dieses Gebiet aber mit Türmen geschützt werden. Das Gebirge im Norden wird den Großteil eures Bedarfs decken, allerdings müsst ihr euch darauf vorbereiten, dass die Römer euch das Gebiet streitig machen. Die Gebirge im Süden enthalten Kohle und Gold, außerdem ist das Gebiet unseres Verbündeten sehr rohstoffreich. Während ihr eure Siedlungen aufbaut, ist es wichtig, dass ihr euch nach Osten ausbreitet und die Ausbreitung der grünen Römer unterbindet. Hier solltet ihr auch eure Verteidigung bündeln. Vermindert außerdem euer Gebiet im Süden mit denen eurer Verbündeten. Das macht es später einfacher, ihr Gebiet zu übernehmen, sofern sie besiegt werden. Eure Verbündeten spielen immer noch nicht besonders gut, verhalten sich aber wie Kakerlaken. Sie weigern sich hartnäckig zu sterben. In meinem Run haben sie sogar noch nach ihrer offiziellen Niederlage einen Turm fertig gebaut und besetzt. Anders als in Mission 3 fehlt in dieser Mission ein Skript, es gibt also keine festgelegten Angriffszeiten oder ähnliches. Generell sind die Römer auch bei weitem nicht so aggressiv wie die Wikinger in Mission 3. Sie werden zwar angreifen, solange ihr sie aber nicht provoziert, hält sich die Stärke ihrer Angriffstruppen in Grenzen. Und da sie keine Axtkämpfer besitzen, sollten ein paar mit Level 3 Soldaten besetzte Türme jedem ihrer Angriffe standhalten. Ich halte es sogar für möglich, diese Karte zu gewinnen, ohne dass der blaue Spieler besiegt wird. Anders als die letzten beiden Karten hatte ich hier keinerlei Probleme, und das obwohl ich einige völlig vermeidbare Fehler gemacht habe, die unter anderem zu Engpässen in der Steinversorgung führten. Wie bereits erwähnt, wird Gelb im Laufe des Spiels immer angreifbarer, weshalb er ein ideales erstes Ziel darstellt. Unter Umständen könnt ihr aber sogar gegen Grün und Gelb gleichzeitig vorgehen. Wie in Mission 3 setzen hier alle Spieler Pioniere ein, aber Türme suchen musste ich trotzdem nicht und die Karte ist ohnehin deutlich überschaubarer. Sobald beide Siedlungen zerstört sind, könnt ihr das Finale der Maya-Kampagne angehen.